Ja, hallo Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Dark Souls 2. Wir wollten jetzt mal in dieses neue Gebiet, was wir beim letzten Mal entdeckt haben. Und zwar die verlorene Festung. Oder wir gehen zu Hades Flammenturm. Da sind ja noch zwei Bosse offen. Ich glaube, das wäre keine schlechte Idee, weil jetzt können wir ja auch andere Spieler rufen. Sind wir gerade menschlich? Ich glaube, nein. Wo erkenne ich eigentlich, ob ich gerade menschlich bin oder nicht? Doch, ich bin menschlich. Gut. Dann. Okay. Das wird jetzt um einiges leichter. Wen gehen wir denn jetzt gleich? Da steht er doch. Wir versuchen erstmal ihn, oder? Oder? Ja. Wir könnten jetzt hier schon Hilfe rufen. Schläge. Das Schwert ist echt super. Trotz allem müssen wir hier leider noch mal zurück und warten, bis die Jungs kommen, warten, bis einer umdreht, weil beide möchte ich dann wie immer nicht machen. Schluck getrunken. Einer dreht um. Mit dem anderen machen wir lang. So, der Kollege rennt weg. Wir nehmen uns noch den Augapfel mit. Wir haben jetzt die bessere Waffe, wir haben die bessere Rüstung, viel bessere Rüstung. Nicht übermütig werden. Alte Ritterstulpen. Die hatten wir schon, ne? Ja. Die sind nicht schlecht, aber die sind ein bisschen schwer. So, jede Menge Rufsymbole.
dann gucken wir mal. Dieses Phantom rufen. Dieses Phantom rufen. Und dieses Phantom rufen. Die eine steht noch. Und geschafft. So, wann verschwinden sie? Jetzt verschwinden sie. So, das gab nur eine Seele, so wie es aussah. Und ein paar Seelen so aufs Konto. Zumindest habe ich die gerade nicht irgendwie noch was anderes gesehen. Nee, Waffe glaube ich nicht. Den Zauberstab haben wir noch und das sieht auch noch alles so aus. Ich glaube, da sonst gab es nichts. So, haben wir hier noch irgendwas oder gibt es hier wieder nur den Tod? Nee, hier geht's hoch. Ich glaube, alleine wäre der ganz schön knackig geworden. Zu zweit kein Problem. Da kniet jemand und hier ist ein Leuchtfeuer. Sehr schön. Ja. Einmal rasten zum Speichern. Und dann haben wir hier wieder was stehen. Zunge, aber Loch. Das ist wie ein Traum und dann Kopf. Ah. Meinen die vielleicht das hier? Are you from these parts? My name is Lysia. I have come to spread the art of miracles, a practice of which I am a disciple. I can see that you are well suited to comprehend their wondrous power. But the cost of it? That's for your heart to decide. Okay. Heilige Klerikerglocke. Okay. Klerikerkram. Ein Ring. Erhöht Willen. Brauchen wir auch nicht. Also hier gibt's Klerikersachen. Nee, nee. Oh, Blitz. Klerika ist hier anscheinend schon ein bisschen cooler. Aber spürwürdig. Sprechen wir mal. I'd heard awful rumors about this place, and I'm afraid they were all true. The king gone. The earth ravaged. The burden on the people weighs heavy.
I fear that by now they may have scarce room in their hearts for miracles. Why did I come here? Well, do I need any other reason than to spread the gospel of miracles? My preceptor always said this art should be shared with the world. And such is my only wish. Sometimes I fight the urge to pack up and go back home. It is, well, I must do this. And being out here all alone only makes this a more fitting test of my fortitude. I expected this cathedral to be bustling, but there's hardly a soul to be found here. Without any goings-on, I'll have to move soon. To a place I could gull the... Sorry, help the gullible by teaching the good word. I expected this cathedral without... To a... Sorry. Okay. No need for miracles. Nein. No need the for gods miracles. Frown upon such soul scrimpers. Aber... Need für eine neue Nachricht. Und zwar... Nein. Mit Ausrufezeichen. Überlegungen. Gelobt sei die Sonne. So. Hier geht's weiter. Wir haben noch ein paar Seelen auf dem Konto. Ich gehe erst die Seelen ausgeben. 11.800. Es lohnt sich. Ja, wir haben jetzt doch ein paar Wege offen, wo wir lang gehen könnten. Wir gucken uns jetzt erstmal hier um. Ich glaube, wir verbessern direkt nochmal das Schwert, wenn es geht. Okay, wir haben keine Scherben mehr, die könnten wir uns aber kaufen. Wo ist denn das Schwert? 3 Stück bräuchten wir. Okay. Gegenstand kaufen. 3 Stück. Ja. Und dann bitte das Schwert nochmal verstärken. So, große Titanitscherbe wäre das nächste. Was bringt uns das zu verbessern? Bringt uns ja nicht so viel. Bogen brauchen wir nicht. Okay. Rüstung, das wäre vielleicht nochmal eine Überlegung wert. Wir tragen den Helm. Gewicht ändert sich nicht. Glitzerndes Titanit. Okay, das haben wir nicht. Den könnten wir verbessern. Und das nicht unerheblich. Kostet allerdings auch wieder eine Scherbe. I'll be around if you make it back. Ich möchte lieber ein bisschen aufleveln, anstatt die Scherben hier teuer zu kaufen. Bearer of the curse. Seek lest this. Wir finden bestimmt noch einige. Haben wir mittlerweile immer wieder eine Scherbe gefunden? Nein. Ja, nein. Aufsteigen. So. Kondition. Ausdauer erhöhen wäre natürlich ganz nett. Stärke erhöhen. Erhöht auch gleichzeitig noch den Schaden unserer Waffe. Unser Leben. Und ein bisschen körperliche Abwehr.
zwei Punkte, ein Punkt. Geschick. Geschick bringt uns bei der Waffe nicht viel. Ah, wir wollten, genau. Ja. Erhöht ja auch unsere Magieabwehr gleichzeitig noch. Wir gehen mit der Intelligenz auf 8. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch für eine Seele haben. Wir haben schon 3 große Seelen. Wir sollten noch 4 Stück finden. Ist das 2000? 2500. Bearer of Lester. Reicht das? Wofür brauchen wir mittlerweile? 2900. Das heißt, von den 200er Seelen, oder was sind das? Eine benutzen, oder sind es größere? 800er. Okay. Dann haben wir jetzt genug, wieder um noch ein Level aufzusteigen. Bearer of the Seek Lest this. Ja. Und zwar fehlt uns dann noch ein Punkt Intelligenz. Dann könnten wir endlich die Seelenpfeile noch zusätzlich nutzen. Das ist doch bestimmt stärker als Pfeil und Bogen. Gut, wir wollten dann da Zaubereinstimmung. Ach, verdammt. Guck mal. Wir haben noch nicht mal einen Zauberslot. Bearer of das ist natürlich böse Falle. Slots 0. Ja, wie viele Punkte muss man da noch reinpacken? Tja. Wir reisen hier hin. Und ich habe überlegt, ob wir weitergehen oder nicht besser zurückgehen. Weil wir haben ja noch einen Boss. Wir sind immer noch menschlich. Frage ist, hat sich hier oben was verändert? Oder stehen hier immer noch die 3 Jungs? Ja, die stehen da immer noch. Das war der erste. Der zweite. Gut abgewehrt. So. Nicht mehr abgewehrt. So. Zweimal gereicht. So, wie sieht's mit der Haltbarkeit der Waffe aus? Den haben wir jetzt schon ein paar Mal gegen die Wand gehauen hier wieder. Haltbarkeit. 14 von 30.
Wir sollten nicht mehr gegen die Wand hauen. Okay. Jetzt bist du dran, Kollege. Das war's auch. So. Und dann rufen wir uns mal welche. Den hatten wir vorhin doch schon mal. Den hatten wir auch schon. So, dann genießen wir so lange mal die Aussicht. Suko. Okay, damit hat sich gerade meine Waffe zerlegt. Ja los, hau ihn doch! Alte Drachenseele, ja, Drachentöterseele, Ring des alten Löwen. Huh! Auf Wiedersehen, mein Freund. Mein Schwert ist dabei zwar draufgegangen, aber... ein bisschen Verlust ist immer. Und wir können das ja gleich reparieren. Sehr schön, sehr schön. Ja, mit Hilfe anderer Spieler ist das alles dann doch wirklich viel leichter. Oh, da geht's sogar weiter. Transient being. This is no place for one such as you. Be gone. You are not needed. Das ist aber nicht nett. Transient being, nothing has changed. You would never make a knight of the blue, and I have nothing more to say. Be gone, you are transient be, you would be gone. Okay, da müssten wir den Eid der blauen Ritter oder was das war haben. Haben wir nicht mehr. Wir haben ihn gewechselt. Okay, du brauchst einen blauen Augapfel. Und was haben wir hier? Heiderritter Eisenmaske und Turmschild. Hm.
Das schauen wir uns doch mal an. Turmschild. Puh. Kommen wir auf 99. Erhöht aber einige Resistenzen. Ganz schön stark. So, was fehlt uns denn? 30 Stärke. Eieiei, das ist, das haben wir nicht. Nein. Was haben wir denn? Heideritter noch irgendwas? Da. Heideritter Eisenmaske. Nein. Ist zwar leichter und hat eine viel höhere Haltbarkeit. Aber die Werte gehen doch schon ganz schön runter. Was erhöht sich denn da? Ist das irgendwas Wichtiges? Magieabwehr, Feuer. Nee. Steht hier Leuchtfeuer voraus. Okay. Oder habe ich da also übersehen? Nein. Hier ist keins. Nein. Steht hier Zunge, aber Loch. Sinnlos. Wald. Kurz gesagt, schwäches Skelett. Fett. Scheinbare Wand voraus. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier. Was ist hier? Hier ist auch nichts. Verarsche ist hier. Leuchtfeuer entzündet. So, wir können von hier aus reisen. War das alles hier? Gute Frage, ne? Auf jeden Fall erstmal nach Majula. Intelligenz und Bearer of the lest this. Intelligenz und Zauberslots erhöhen. Gucken, wie ist das denn? Wann kriegen wir einen Slot? Boah, ab 10. Tja. Was ist denn Beweglichkeit oder was ist das? Erhöht Leichtigkeit des Ausweichens an andere Aktionen. Aha. Will ich denn dann wirklich noch zaubern können? Ja, jetzt habe ich aber schon hier echt was auf Intelligenz gegeben. Gut, es gibt ein bisschen Resistenzen. Ich habe damit übrigens meinen Feuerbasisschaden ein bisschen erhöht. Beim letzten Mal sehe ich gerade. Hat das denn bei der Waffe was verändert? Ersten Blick nein. So. Gut, das. Ich muss das unbedingt noch reparieren. Hallo! Reparieren. Teuer. Okay, ja, und dann. I'll be around. Lege ich mir. Make it back. Ja.
überlege ich mal, was wir skillen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Dark Souls 2. Bis dann. Tschüss.